Guten Tag. Ich möchte in diesem Video eine Drohnenaufnahme, die ich von dem Grundstück gemacht habe, besprechen. Und das mache ich hier jetzt. Hier sehen wir das Grundstück. Da oben, hinten im Hintergrund, links oben, sieht man das Haus. Und dieses Grundstück hier, diese Hügel, die sind ein Teil von dem Grundstück hier. Und ich bin gerade dabei, ich versuche das zu verkaufen, aber es ist halt sehr schwierig, so ein großes Grundstück zu verkaufen, obwohl das, wie man sieht, ein absolut fantastisches Grundstück ist. Ein wunderschönes Grundstück. Ich mache dann noch so Dreher, damit ich habe das eigentlich so gemacht, dass ich mit der Drohne auf die Hügelspitzen gefahren und dann drehe ich um, damit man eben das sieht. Hier im Hintergrund wieder links oben ist mein Haus und man kann sehen, wie abgelegen das ist. Und dann kann man sich eben auch vorstellen, wie das mit damals war mit dieser Straße. Ich zeige nachher auch eine, wo wir lang gefahren sind. Das ist der Blick von den Hügeln. Also es ist ein unglaublich schönes Grundstück. Wenn da der richtige Developer, ja, es ist Landentwickler, kommt, der könnte auf jeden von diesen Hügelspitzen eine unglaubliche Villa drauf machen. Und das müsste eigentlich eine 20 Millionen US-Dollar Villa werden, weil die Blicke von dem von diesen Hügeln sind einfach traumhaft. Diese Nebel da unten in den Tälern, die ist eigentlich sehr, sind eigentlich sehr selten. Das war an dem Tag zufällig. Das war wahrscheinlich, hat es vorher geregnet gehabt. Und ich dachte mir, das ist einfach schön, um eine Drohnenaufnahme zu machen und habe das dann eben gemacht. Und hier sieht man wieder den Sonnenuntergang. Und ja, und wie gesagt, ich bin da ganz oben in den Bergen drin. Ja, also wir haben hier schon eine ganz schöne Entwicklung hinter uns. Am Anfang, wie ich ja schon in den anderen Videos erzählt habe, als eine Dreiviertel, da sind wir da hinten durch die Berge, durch so eine, also eine Wahnsinnspiste da den Berg hochgefahren. Links, also um die Berge rum und dann links da hoch. Und es war eine wahnsinnige Tour. Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, hat es eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich von der Hauptstraße zum Haus hochgekommen bin. Und erst danach, als ich die ursprüngliche Straße wieder aufgemacht habe, ist es dann besser geworden. Allerdings eben, wie man in dem Video, was war das, glaube ich, im 18 gesehen hat, dieser Bericht von dem Gast, haben wir gesehen, das war eben, ich hatte nur, es war halt immer wenig Geld da und ich hatte nur, ich konnte nur die Straße wieder aufmachen, aber die war halt in einem, wie in so einer Schlucht drin, ja, und jedes Mal, wenn es geregnet hat, ist die Straße halt weggespült worden. Und deswegen haben wir diesen kleinen Bagger gehabt, um den immer wieder die Straße auszuglätten. Und erst als ich dann Jahre später mal ein bisschen mehr Geld hatte, habe ich dann die Straße so erweitert und die ganzen Böschungen runtergenommen und die Straße richtig breit gemacht und die Gräben gemacht, damit die Straße nicht mehr weggespült wird. Und jetzt ist er eben eine, es ist zwar immer noch nach unseren deutschen Verhältnissen, es ist natürlich nicht mal ein Feldweg, aber für meine Verhältnisse ist es eben eine super Straße. Es kann regnen, wie es will. Das Wasser läuft schön in den Gräben ab. Und hier, und dementsprechend hält die dann auch. Und das sind eben diese Hügel, ja, das sind die unteren Hügel. Und
Rechts davon ist nochmal ein Grundstück. Das will ich auch nochmal vorstellen. Das ist jetzt, wo man jetzt dahinter drauf schaut. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Grundstück. Das sind, ich glaube, 60 Hektar, 50 Hektar. Und da ist eine Wasserquelle drauf. Und da sind, ist eine alte Ruine, die bestimmt 300 Jahre alt ist. Und ein Aquädukt und ein Wasserrad. Also wo früher ein Wasserrad drin war und eine alte Pimentofabrik. Aber da mache ich extra nochmal ein Video drüber und werde das nochmal genauer vorstellen. Da habe ich auch ganz schöne Fotos und ein paar Videos und sowas. Da werde ich die noch zusammenschneiden. Und